Schönen guten Nachmittag. Mein Name ist Florian Fink. Ich bin CEO und Mitgesellschafter von der Firma Alto Drones. Das ist ein kleines Unternehmen in Südtirol. Und ich werde Ihnen heute ganz kurz mal darüber erzählen, wie wir unsere Scanner an der Drohne und am Hubschrauber einsetzen, was die Vorteile für uns sind und wie wir das halt so handeln. Nun, wer ist Alto Drones? Wir sind insgesamt 4 Leute. Es ist der Also ist Thomas, ich, wir sind die 2 Gesellschafter. Uns gibt es jetzt seit dem Jahr 2014 und dann haben wir noch unsere 2 Mitarbeiter, Georg und Martina. Mittlerweile haben wir über 800 abgeschlossene Projekte, vor allem in Deutschland, Österreich, in Italien, teilweise auch in der Schweiz. Einmal hat es uns nach Afrika verschlagen und einmal auch nach Dänemark. Aber im Großraum bewegen wir uns eben meistens vor allem im Alpenraum, alles was mit dem Auto erreichbar ist, weil wir eben auf der einen Seite das Problem haben, dass wir bei der Drohne wegen den Akkus nicht fliegen können. Mit dem Hubschrauber ist das dann hat sich das jetzt geändert und auch der Aktionsradius ist ein bisschen größer geworden. Unsere Geschichte bei den Laserscannern beginnt im Jahr 2018. Wir haben damals einen Riegel Minifuchs 1 angeschafft. Der wurde damals auf der Intergeo vorgestellt. Wir haben den dann auch bestellt. Das war dann der erste Sensor in Italien mit einer APX20 und sind dann eben immer weitergegangen. 2019 haben wir eine Minifuchs 1DL angeschafft. Das war dann nochmal etwas besser von seiner vom Scan-Pattern her und von der Punktdichte auch am Boden. Wir waren dort dann nicht so glücklich mit der Vegetationsdurchdringung und haben den dann eben upgradet auf einen Minifuchs 2, dann zum Minifuchs 3 und seit 2021 haben wir eben einen Fuchs 120 und seit heuer im Frühjahr einen VQ840G, einen Laserscanner im grünen Bereich für bathymetrisches Laserscanning. Warum haben wir uns eigentlich damals für den Fuchs 120 entschieden? Ja, der Fuchs 120 ist ein Arbeitstier. Bei diesem Projekt hier war eben eine sehr hohe Punktdichte gefordert und wir haben hier eine Punktdichte von über 2500 Punkten pro Hektar. Das ist ein Projektgebiet mit 350 Hektar, das haben wir an einem Arbeitstag abgeflogen, inklusive auch Orthofoto mit einer Phase-1-Kamera. Und das ist eine archäologische Stätte in Mittelitalien. Diese hohe Punktdichte war gefordert, weil sie eben dort morphologische Analysen machen wollten und auch weil es eine sehr dichte Vegetation gab und eben mit dieser hohen Punktdichte waren wir imstande, das zu durchdringen. Wir haben dann im Auswerteprozess, ist uns dann in einem Bereich, sind uns diese Löcher aufgefallen. Wir konnten uns das dann am Anfang nicht so erklären, haben das dann eben mit dem Professor abgesprochen. Und der war dann sehr happy, weil das sind Gräber. Diese Gräber, die wurden schon einmal vor 150 Jahren dokumentiert. Aber in der Zwischenzeit ist dann die genaue Lage und wo die waren, ist irgendwie verloren gegangen. Und die haben sie schon seit längerem gesucht. Wir haben die dann wiedergefunden. Also sie wussten, dass es sie gab, aber nicht mehr wo. Und jetzt praktisch sind die ganzen Ausgrabungen, die jetzt noch zukünftig stattfinden, wurden dann an diesem Bereich weitergelegt, da eben diese Gräber dort entdeckt wurden. Durch die hohe Punktdichte und die hohe Vegetationsdurchdringung fliegen wir praktisch das ganze Jahr über. Für uns gibt es eigentlich nicht so die Scan-Periode, wo wir sagen, wir machen jetzt alle Laserscan-Befliegungen nur im Herbst oder bis zur Vegetation, bis die Vegetation austreibt, sondern wir machen das im ganzen Jahr. Unsere Kunden melden sich meistens und die brauchen dann kurzfristig ein Geländemodell. Und da ist es dann auch egal, ob das August ist und das in Italien ist, wo einfach diese dichte Vegetation ist. Und hier auch in diesem Beispiel, man sieht, wie dicht das ist und das ist das Geländemodell, was darunter herausgekommen ist. Das ist ein Projekt aus dem August diesen Jahres und die waren auch sehr zufrieden. Auch wir sind immer froh, weil wir können uns eben dann nicht aussuchen, wir müssen warten, weiter nicht, sondern wir können einfach dann sagen, okay, passt, wir kommen, wir fliegen das und wir können ein Geländemodell abliefern.
Ein anderes Anwendungsfeld ist in der Forstwirtschaft. Viele Leute würden jetzt denken, diese Punktwolke kommt von einem terrestrischen Laserscan. Nein, das ist eine Befliegung mit der Drohne auf 120 Metern über dem AGL, also über dem Boden. Das ist eine Kreuzbefliegung. Das sind jetzt über 7000 Punkte pro Quadratmeter und man bekommt halt diese hohen Detailgrad einfach gut raus. Der Footprint ist sehr klein vom Scanner und das Scan-Pattern mit den 10 Grad nach vorne, nahe dir und 10 Grad nach hinten, da bekommt man eigentlich auch eine umfassende Information, auch nur in eine Flugrichtung. Aber eben um solche Sachen gut zu erfassen, ist eine Kreuzbefliegung da sinnvoll. Wir haben dann angefangen, den WUX 120 auch am Hubschrauber zu nutzen. Vorwiegend nutzen wir einen Airbus, einen H125, AS350, einfach weil man den fast überall auf der Welt findet. Und das ist dann relativ einfach, dort auch einen Hubschrauber-Operator zu finden. Und ansonsten haben wir eine für uns konstruierte Drohne von der Firma Soleon. Das ist der Lasco 2, der Lasercopter 2. Der wurde an unsere Anforderungen für uns produziert. Das ist ein Unternehmen, das sitzt nur 50 Kilometer entfernt von uns, eine halbe Stunde mit dem Auto. Und das ist immer ganz angenehm, weil die Zusammenarbeit funktioniert gut. Und wenn mal ein Problem ist, dann ist man sehr nahe und kann dort auch dann sehr kurzfristig eben Probleme beheben. Beim Helikopter sind wir halt beim H120, weil es den überall gibt, aber im Prinzip ist das dann egal, was für ein Modell es ist. Wir können mit jedem fliegen. Wir brauchen einzig und allein einen Airfilm-Mount, also praktisch die Möglichkeit, wo man dann den Scanner befestigt und eine Stromversorgung im Hubschrauber mit Bordspannung 28 Volt und dann können wir dort unser System installieren. Der Switch zwischen Helikopter und Drohne, das dauert dann, wenn die Kabel alle so installiert sind, dass ich den nur von der Drohne runtergeben muss und am Hubschrauber befestigen muss, sind das vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde maximal. Ist einfach nur eine Halterung umschrauben. Softwaretechnisch funktioniert das alles intern, das ist gar kein Problem, wurde gut integriert. Und dann kann man hin und her switchen. Wir hatten auch schon Tage, wo wir vormittags mit der Drohne geflogen sind und nachmittags mit dem Hubschrauber. Ist eigentlich kein Problem und funktioniert problemlos. Das Einzige, was sich ändert, ist eben, wie eben das funktioniert. Die Flugplanung für den Hubschrauber, die machen wir mit Topoflight und dann auch eben die Befliegung selber mit dem Navigator, damit der Pilot eben die ganzen Informationen hat, dass er Höhen also parallel zum Untergrund fliegt und die Geschwindigkeiten einhaltet, die Linien findet. Wir haben das anfangs noch anders probiert, aber haben dann relativ schnell verstanden, dass man da sich eben auf spezialisierte Software stützen muss, damit es gut funktioniert. Für die Drohne, da haben wir unser eigenes Plugin für QGIS, wo praktisch wir einen 3D-Flugplan machen und das kommt dann direkt raus. Wir nutzen einen Autopilot, einen Pixhawk, da kommt der direkt schon der Flugplan raus, den ich nur mehr auf die Drohne spielen muss und dann macht die Drohne eine autonome Befliegung. Einige kurze Projektbeispiele noch. Unsere Spezialität ist eben die Befliegung von wirklich dichten also von Gebieten mit sehr dichter Vegetation, um eben dort hochauflösende Geländemodelle zu liefern. Standardmäßig machen wir Orthofoto mit 2 bis 3 cm und Geländemodelle mit 20 cm pro Pixel, aber es geht auch weniger. Vor allem jetzt im Herbst sind sehr viele Skigebiete. Dort machen wir dann nebenbei auch Ihnen noch, leisten wir noch Hilfestellung zur Einrichtung von einem GIS-System, wo Sie dann die Pisten haben, die Netze haben, die Stützen, die Schneischächte und halt alle relevanten Informationen, die Sie benötigen. Und dann ist vor allem in Mittel- und Süditalien ist ganz viel Infrastrukturbefliegung, sagen wir mal Stromleitungen, entweder zur Planung von neuen Stromleitungen beziehungsweise Potenzierung von bestehenden, weil jetzt ganz viele Photovoltaikparks wie Pilze aus dem Boden schießen und die dann irgendwie ans Netz angebunden werden müssen. Und dort ist eben mit dem WUX 120 sehr angenehm, man macht einfach 2 Streifen, einmal hin, einmal zurück, man hat alles drauf und
ist auch relativ zügig und schnell. Was ganz oft gefragt wird, ist eben vor allem hier im Bereich, wo man sonst nicht, was man nicht betreten kann, dass man eben, es war hier eine Eisenbahn, es war die Autobahn, man musste nicht sperren, man hat es mit dem Helikopter beflogen und dann wurde das abvektorisiert. Wir verbinden danach oft noch terrestrisches Laserscanning, vor allem bei Felswänden eben, weil es dort relativ gut geht. Und seit heuer im Frühjahr ist eben der WUX 120 eine gute Kombi mit dem VQ840. Warum? Das hier ist jetzt eine Punktwolke vom VQ840. Und wenn ich von dem jetzt die ganzen Bodenpunkte rechne, dann sieht man, dass dort, wo es im Bereich der Bäche, im Bereich des Flusses, wo es nass ist, ist die Punktdichte sehr hoch. Auf der Seite, wo Vegetation ist, ist es etwas mau. Wenn ich das dann mit der Punktwolke vom WUX 120 vergleiche, dann sehe ich genau dort, wo ich mit dem anderen viele Punkte habe, habe ich hier genau keine. Überall, wo nass ist. Die Bodenpunkte des WUX 120 sind eben dann dort außerhalb, wo viel Vegetation ist, sehr dicht und ich habe dort gute Informationen. Und wenn ich dann beides verschneide, dann habe ich ein durchgängiges Geländemodell. Und wenn man dem an beide Scanner zeitgleich am Hubschrauber montiert, kann man einfach beide auch steuern. Man nimmt die Daten in einem Überflug auf und man hat dann alle Daten und ein durchgängiges Geländemodell auch bei Flüssen und Seen. Wir haben... Genau. Und wenn dann Fragen sind, okay, dann bin ich dann daneben und können Sie gerne kommen. Vielen Dank. Okay.